Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders, TDFLP hier, euer Ding am Start. Letztens haben wir ein bisschen gekämpft in diesem Portalrätsel, aber wir haben es geschafft. Und jetzt versuchen wir den alten Azrael zu befreien. Ja man, das hier sind wir bei Azrael, dem alten Gauner. So, wir müssen wie folgt vorgehen. Wir müssen erst einmal ein fucking Portal-Ding finden, wo wir... Das muss jetzt hier irgendwo sein. Da ist es. So, gut. Macht das schon mal Sinn. So, da geht der erste Strahl durch. Und jetzt müssen wir den Kopf finden. Wo ist der Kopf, ihr Pisser? Ich will nicht sofort runterfallen, so completely. Weil... Letzter Strahl, dann bin ich frei. So ist es, Azrael. Dann bist du free. Letzter Strahl. Free like the wind. Aber da. Okay. So, und das müsste jetzt eigentlich synchronisieren mit dem Strahl oben. Und dann müsste der alte Azrael-Kopf free sein. Free like the wind. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ich stelle mich mal neben ihn, um das zu betrachten, wie das jetzt passiert. Dun, 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 dun. Na also, wir haben alle drei Rätsel erfolgreich gelöst. Weil wir überaus königlich sind. Sieht so aus, als hättest du deinen Zweck erfüllt, Azrael. Und wie willst du den Turm verlassen, nachdem Straga erledigt ist? Straga und der Turm sind eins. Selbst wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, wirst du ohne mich gefangen sein. Wir brauchen ihn. Bete, dass der Reiter nicht lebendig zurückkehrt. Jetzt mal. I have to survive, son. Die Treppe nach unten. Alles klar, Azrael. Anstatt mir noch ein cooles Gadget zu geben, so Hyper Power oder so ein Scheiß. Nein, geh einfach mal nach unten. Ohne meine Hilfe. Hallo Kiste, ich bin Full HP, ich brauch dich nicht. Ist das jetzt der Endboss-Fight? Boah, gehen wir noch tiefer. In the depths of hell. Holy shit, I'm so fucking excited. Oh my goodness, oh my damn. The game is lagging. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Könnte ruhig Jeopardy Musik laufen. Oh, wir sind da. Open the gates. Dun 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 dun. Nein, wir gehen da Badass rein. Wir gehen, wir laufen nicht. Ach was, wir laufen, wir haben keine Zeit. Oh, hier sind Portale auf jeden Fall. Oh, das wird bestimmt heftig. Dein Herr hat keine gute Wahl getroffen. Das wird schon richtig schwer. Ich muss auf jeden Fall dahin. Er wird es genießen, dich erneut zu töten. Wie lange willst du vor Straga weglaufen?
laufen. Ich brauche das Portal an seinem Ding. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Wieso kann man den nicht ausweichen? Bing. Straga wird dich wieder töten. Ach Quatsch. Ja, das ist ja klar, ne, dass ich das hier jetzt so machen muss. Das verstehe ich. Aber wie kann ich seinen Attacks ausweichen? Jetzt kann ich ihn angreifen, oder was? Boah, das überlebe ich niemals. Ah, bleib mal locker, Alter. Mach mal keinen Hotten jetzt hier. Nein. What the fuck is happening? Ah, kann ich an den Dingern healen? Das wäre edel. Ah, ich darf bestimmt nicht healen. Das wäre viel zu cool. Wow. Beste Mann. Ich ein bisschen konzentrieren jetzt. Komm jetzt an der neue oder kann ich irgendwie, komme ich irgendwie an sein Portal ran? Das Maul jetzt mal. Ich muss konzentrieren hier auf die Schwesten, die alles abwehren. Richtig scheiße, dass ihr das abwehrt. Wo komme ich denn da hin, wenn ich da durchfliege? Nirgends. Ich wollte nach rechts und er hat das predicted. Vielleicht muss ich vor ihm. Das kann auch sein. Kann ich jetzt wieder an deine Keule? Nein, keine Trümmer, Mann. Wie soll man dem ausweichen? Lach nicht. Also. Los, schwing deine Keule über deinen Kopf. Genau, da bin ich. Nein. Ich will das nicht. Ich glaube, er tötet mich, weil ich habe so viel Damage gefressen. Ich verstehe nicht, wie ich sein Zeug so ganz ausweichen kann. Nein, stell deine Keule wieder richtig hin. Da ist der. Tötet ihn. Was? Straga wird dich dafür bestrafen. Nein. Straga ist ein Freund. Och, Alter, die nerven, weil die können alle fliegen. Ich kann nicht fliegen. Das ist scheiße. Straga wird dich dafür bestrafen. Das ist so dumm. Die sind erstmal am B und dann stehen die auf und dann kann man die nicht greifen. Das ist richtig AIDS, Leute. Da soll ich jetzt mal so ein Helfding legen, Alter. Das schaffe ich doch niemals, den wegzuzwiebeln, ey. Ja, jetzt hebt er seine Keule. Jetzt komme ich dann wieder nicht dran. Ich check's nicht. Ach so, ich muss dann da ein Portal setzen, rechts, und dann muss ich da immer drum rumspringen. Na, jetzt habe ich verstanden, wie ich das eigentlich machen muss. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt macht das auch Sinn. Oh, sein Ölauge habe ich mal wieder erwischt. Der Kill war fucking nice. Wie gesagt, Straga und der Turm sind eins. Wollen wir mal sehen, wie nützlich ich sein kann.
Es war so hell. Er kam nach seinem Tod zu mir. Aber dann lebendig. Und ich wollte so sehr glauben. Ich war solch ein Narr. Azrael, du hast Abaddon gesehen, nachdem er gefallen war? Gesehen? Ich habe ihn hierher gebracht, nach Eden. Willst du mich betrügen, Azrael? Eden existiert nicht! Nicht mehr! Ignoranter Kobold! Ich war Zeuge, als die Ersten verstoßen wurden und der Garten verfiel. Ich konnte das erste Geschenk des Himmels und seine größte Waffe nicht einfach vergehen lassen oder schlimmer noch der Dunkelheit überlassen. Ich habe es versteckt. Der Baum der Erkenntnis. Dann war Abaddon also dort. Du musst dich nun seiner Gaben bedienen. Wenn es einen Weg gibt, den Zerstörer aufzuhalten, dann wird der Baum ihn dir zeigen. Ich habe es nie gewagt, ihn selbst zu benutzen. Wenn ich es getan hätte, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Und Abaddon, was ist mit seiner Gabe? Das weiß ich nicht. Jeder, der zum Baum kommt, erhält eine andere Gabe. Manche bekommen gar nichts, andere werden von Visionen in den Wahnsinn getrieben. Oder einfach vernichtet. Nein, das kann ich nicht sagen. Komm. Wir haben einen neuen Stein bekommen. Wir befinden uns nun im Garten Eden. Es führt kein Weg hinüber. Oh doch. Für jene, die würdig sind. Oder jene, die fliegen können. Reiter, du hast schon so lange gegen die Finsternis gekämpft, dass es dich gezeichnet hat. Wesen des Lichts können es spüren, so wie ich. An diesem Ort bist du schlimmer als ein Dämon. Erobere den Schatten, dann darfst du passieren. Bist du bereit, dich dir selbst im Licht zu stellen? Nicht alle sind bereit für das, was sie dort sehen. Die Maske der Schatten. Ja. Solange du diese Maske trägst, kannst du ins Schattenreich blicken. Viel Glück. Treten Sie sich selbst gegenüber, Reiter. Gewiss. Muss ich mich jetzt selbst wegbashen? Richtig competitive! Get wrecked! Digga, hör mal auf mit deinen Moves! Dieser immer kriegt die Schatten sich versteckt, das wird enthüllt, der schon so. Warum fliegt er nicht nach oben? Ja! Ich werde direkt das eine! Bei ihm passiert gar nichts! Und ich werde weggezwiebelt! Weißt du was? Du bist jetzt von mir genatzt! Bist du Penis? Hallo, stelle dich deinem Meister. Ich sag's nicht noch einmal und flieg nicht andauernd weg. Ja, du fliegst andauernd weg, das ist nicht best for business. Ich hätte voll viel Damage gegeben, wir leben immer noch. Aber muss ich ihn vielleicht zu kontern? Das wäre cool. Geh weg. Ich hoffe, die geht auch so schnell vorbei wie meine Schattenform. Sonst wäre das richtig uncool. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Wir gucken, wie lange die anhält. Geh jetzt vorbei. Ich sag vorbei. Das reicht jetzt. Ich hatte nie so eine lange Schattenform.
Okay, anscheinend geht sie doch länger. Alter. Das ist richtig unfair. Okay, Schattform gegen Schattform Bossart. Wer ist der Stärkere, hä? Wer rasiert hier wen jetzt? So ist es, ich rasiere dich. Fresse da hinten jetzt. Alter, ich dachte, der hat... Oh, er hat einfach seinen Arm verloren, der Pisser. Ha? Kopf ab. Nice. Well done, Reiter. Well done. So. Das erste Geschenk des Himmels erwartet dich. Ich werde hier warten, mit dem Beobachter. Ich lasse den Reiter nicht aus den Augen. Wohin er geht, gehe auch ich. Tatsächlich? Dann gehe, Finsterling. Gehe zum Baum. Du wirst die andere Seite nie erreichen. Beeil dich und vergiss nicht, wer deine Leine hält. Sprechen Sie mit dem Baum! Da kann ich ja nicht... Achso. Sprechen Sie mit dem Baum in der Baumschule! Also, wir sind jetzt im Garten Eden, meine edlen Bitches. Und dort finden wir jetzt die Eva. Und da hauen wir den Kopf ab. Wegen, weil wir gorgös sind. Ja, das sieht hier mir ziemlich nach... Alter, muss ich mal kurz betrachten hier. Die Statuen und den ganzen Scheiß. Muss ich erst durchgehen. Muss ich ja durchfliegen. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ein Sturm kommt auf, Uriel. Schon bald brauche ich dich an meiner Seite. Ich würde dir in die Hölle folgen, mein Fürst. Sie wussten es. Woher? Erstens kommt es anders. So lautet doch ein Sprichwort der Menschen. Du? Was das? Du hast doch den Plan geschmiedet, uns in diese Welt zu rufen. Ich habe aus deiner Initiative nur einen Vorteil gezogen. Nein. Ich betrachte dies als Opfergabe, Abaddon. Und du, mein loyaler Diener, schließe dich mir an, damit wir das Geheimnis des Zerstörers lüften können. Nein. Sobald der Thron erfährt, was du getan hast, wirst du verstoßen und in Ketten vor den Rat gezerrt werden. Du bist bereits verdammt, also lasse ich dir die Wahl. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Jetzt kehre zu Azrael zurück. Überzeuge ihn, uns zu helfen, dann werden wir... gemeinsam das Antlitz des Universums verändern. Abaddon muss bestraft werden. Er beugt das Gesetz nach seinem Willen. Er lacht dem Rat ins Gesicht. Welchen Beweis haben wir? Die Siegel sind intakt. Kein Zweifel, dass der Engel Hilfe hatte. Aber von wem? Bis wir das wissen, müssen wir warten. Seine Taten führen zu offenem Widerstand. Der Rat wird schwächer. Wie lange noch, bis wir gestürzt werden? Wir können Abaddon nicht aufhalten, aber andere könnten das vielleicht, wenn sie nur einen Grund hätten. Wir dürfen die vier nicht entsenden.
Ohne Beweis keine Gerechtigkeit, nur Mord. Sie werden keinen Grund finden für dieses Attentat. Wir werden jemanden schicken, für den Rache Grund genug ist. Die Klinge ist zerschlagen. Ich bewache das siebte Siegel. Diese Welt gehört uns. Der Himmel gehört uns. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Wir wurden verraten. Schon wieder. Meine Damen und Herren, liebe Pelikane, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. In der nächsten Folge gehen wir zu unserer graziösen Leiche und schauen, wie wir weiterhin verarscht wurden. Ich bin entsetzt. Sieht die Maske wenigstens cool aus? Ja, die ist schon schick. Gut, dann bis zum nächsten Mal.